Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Rising World. Wir graben uns ja hier gerade durch den Tunnel. Und gleich dürfte es geschafft sein. Gleich dürfen wir tatsächlich oben angekommen sein. Oder wir graben uns vielmehr durch den Berg, nicht durch den Tunnel. Da ist es geschafft. Da ist der Durchstoßpunkt. Wir machen aber schon noch einen vernünftigen Aufgang, würde ich vorschlagen. So. Und da sind wir rausgekommen. Phänomenal, würde ich sagen. Was ist das denn? Was ist das für ein Zeug? Was liegt da rum? Worauf haut man denn so lange rum? Hä? Was ist das? Ist doch nicht richtig, dass man so lange. Mensch. Menschensmeier. Was ist das? Und was habe ich jetzt? Das sind alles. Oh. Das sind alles Bäume, oder? Na, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück durch unseren säuberlich ausgegrabenen Tunnel hier. Der wird dann auch irgendwann verfeinert. Aber jetzt machen wir uns erstmal wieder Beton. War das hier? Ne, ich glaube, hier war das. Genau, und da jetzt Beton. Was hatten wir da? Machen uns jetzt mal ordentlich Blöcke, damit wir auch. Ah, scheiße, ist ein anderer Beton. Wir brauchen sowas, so einen gestreiften. Das muss dann der hier sein. Dann davon 64. Steine kriegen wir direkt wieder her. Und dann wissen wir, wo wir die herbekommen. Dann nehmen wir den Beton für was anderes. So. So, jetzt haben wir auch eine ebene Fläche. Das heißt, wir brauchen gar kein Werkzeug zum Gerade machen, wie ich das, nachdem ich ja in der ersten oder zweiten Folge verlangt habe, sondern das wird hier schon im Prinzip alles gemacht. Na, das nicht. War jetzt eher semi. So, hier bauen wir nochmal weiter. Irgendwann können wir uns dann auch mal einen Keller buddeln, aber das ist jetzt, denke ich, noch nicht so nötig. So. Ah ne, das sind jetzt einfach nur Planken, die, oder so Holzdinger. Die brauche ich natürlich nicht.
Was kann man denn jetzt hier noch erstellen? Mal nachgucken. Was würde sich denn gut als... Kupfer, Metall, Metall. Irgendwas, was sich... Betonplatten. Das wäre ja vielleicht nicht schlecht. Dann werde ich, glaube ich, hier sowas mal herstellen. Für die Wand. Machen wir hier mal die Wand hin. So, und so. Und dann springen wir mal drauf. Und dann machen wir das schön. So. Ah, ich will eigentlich auch erstmal nur gucken, wie das denn so aussieht mit Fenstern und so. Wir können das ja von innen immer noch verkleiden. Da haben wir jetzt tatsächlich, machen wir jetzt gerade unser eigenes kleines Häusle. Schön. Das gefällt mir außerordentlich. Gut, das guckt jetzt alles noch raus. Aber ist ja nicht schlimm. Macht ja nichts. Den haben wir aber wieder weg hier. Ja. So, und jetzt können wir hier im Prinzip schon ein Fenster hinmachen. Wo müssen wir es nochmal machen? Ich glaube, war das... Hier müssen wir, glaube ich, Fenster, ne? Nee. Hier. Glasscheibe. Machen wir ordentlich Glasscheiben. Aber wir brauchen auch noch Kisten, klar. Wir machen die ganz klassischen Dinger. Dann stellen wir erstmal 4 Fenster her. Wie kann ich denn jetzt... So. Ah, so. Und jetzt brauchen wir ja noch Glasscheiben. Das ist natürlich sehr intuitiv oder innovativ auch. Muss ich mal gerade gucken. Dass ich das Richtige herauswerfe. Na gut, da sollte das Fenster eigentlich hin. Das hat jetzt leider nicht ganz geklappt. Da muss ich nochmal üben. Habe ich denn sonst noch? Habe ich denn. Kann ich ein Bett machen oder sowas? Das wäre jetzt gerade ganz gut.
Betten. Eisenstab Mittel. Oh, das ist aber sehr unbequem. Das nehme ich, glaube ich. Da bräuchte ich dann 8-mal Eisenstab Mittel und 4-mal. Achtmal. So, dann holen wir uns mal unser kleines Bettchen hier. Man kommt richtig schnell voran. Aber es gibt natürlich einen extremen Suchtfaktor. Das muss man auch beachten. Also, wenn man gerade viel vorhat, dann dieses Spiel nicht kaufen. Weil dann schafft man das unter Garantie nicht, was man vorhat. Dann wird das Bett mal platziert. Zack, da steht's. Und dann machen wir am besten außen noch eine Lampe hin. Form was, Lichter. Lampe weiß. Ah, hier, solche nehmen wir. Wird auch nichts für benötigt, das heißt, wir machen mal ordentlich. Und werden die auch entsprechend platzieren. So sieht man das auch von weitem noch. Gut. Ist schon cool. Ja, das Fenster müssen wir dann nochmal wegmachen. Das machen wir auch gerade kurz. Und dann holen wir uns das nochmal her. Und machen das hier rein. Das braucht jetzt noch eine Glasscheibe. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. So. Kann ich es auch öffnen, das Fenster, oder? Ach, leider nicht. Naja. Aber immerhin. So sieht unser Haus bis jetzt aus. Ah! Fuck. Jetzt muss ich mich hier hochbuddeln, oder was? Hier ist ja eine Höhle. Was ist das denn? Ach, das ist ein Dings. Achso. Vielleicht sollte ich dann mal mein Jagdmesser zur Hand nehmen. Man kann ja nicht wissen. Aber ich bin im Creative Mode, also. Hoppala. Ja, das ist gefangen hier. Wie lange muss man denn mit dem Jagdmesser da draufschlagen? Ah, hat sich verzogen. Wenn das so einfach ist. So, haben wir noch irgendwie Taschenlampen oder sowas? Nee. Das ist natürlich blöd. Platzieren wir mal hier so eine Lampe. Hier so eine. Wo habe ich denn jetzt noch was?
Ja, ihr merkt schon, ich habe echt viel Spaß an dem Spiel. Und das werde ich sowas von suchten. Okay, also es wird hier auch nicht viel besser. Dann graben wir uns mal wieder hier raus. Können wir auch mal wieder neuen Beton machen. So. Gut. Haben wir uns gleich auch ausgegraben. Jetzt müssen wir uns erstmal ausruhen im frischen Bettchen. Wir müssen hier mal irgendwie einen Zaun oder sowas drum machen, damit man da nicht immer reinfällt. Und wir müssen unbedingt einen Weg bauen. Ach, wir müssen so viel machen. Ah nee, wir haben jetzt ein Bettchen. Dann müssen wir auch im Bettchen schlafen. Ja, dann ratzen wir mal kurz. Zack. Aber nochmal ratzen. Ich weiß nicht, wie macht man das, dass das Dings wieder aufgefüllt wird, dieses Lebensdings da. Ich glaube, das war mal ein bisschen voller. Du. Wir brauchen Medizin. Aber wo kriegen wir die jetzt her? Haben wir irgendwie so eine Hausapotheke, die wir uns hier holen können oder sowas? Weil wir haben uns die Knochen gebrochen. Das ist ein bisschen schmerzhaft, glaube ich. Also steht da unten jedenfalls. Aber wir können mal Kisten, das ist vielleicht ganz gut. So, dann holen wir das Jagdmesser mal da raus und holen uns mal die Kiste. Ach, wir haben ja auch noch ein Sofa, stimmt. Müssen wir das Sofa auch mal platzieren. Ja. Dann platziere ich sie mal hier in der Ecke, wo sie nicht stört. Okay. So. Dann haben wir jetzt noch ein Sofa. Ja, wir müssen im Prinzip hier den Beton weiter bauen. Das heißt, wir machen uns jetzt nochmal ein bisschen Beton. Ja, das müssen wir an der hier machen, genau. Beton. Was ist Putz? Achso, das ist das. Fliesen. Ist das? Okay. Putz. Nee, wir wollten ja Beton. Stimmt. So. Ach, jetzt habe ich nur drei Beton. Das ist natürlich sehr dumm gewesen. Machen wir aus allen, aus dem ganzen Stein, den wir haben, machen wir jetzt Beton. Und verlegen den entsprechend auch hier. Dim, 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 dim. So, später können wir auch mal drüber reden, den Survival Mode zu machen, aber erst später. Schon wieder leer.
So, jetzt hatten wir ja noch den Beton hier und den wollte ich jetzt mal im Berg ausprobieren. Ob wir den Berg, da die wichtigen Sachen, ja, anscheinend, die wichtigen Gänge können wir dann tatsächlich damit markieren, beziehungsweise ausstatten. Dann haben wir da eine etwas ebenere Fläche. Und können da ein bisschen flexibler agieren. Ne, das war jetzt nicht so richtig. Perfekt, dann können wir uns hier die ganze Dings damit ausstatten. Und dann machen wir hier nämlich einen Abgang. Und buddeln wir hier nach unten. Machen wir jetzt einfach mal. Wie es weitergeht, seht ihr, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.